Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zu der heutigen Präsentation über Costa Rica. Ich entführe Sie heute auf eine wunderschöne Reise durch das kleine mittelamerikanische Land zwischen Pazifik und Karibik. Wir werden schöne Traumstrände kennenlernen und eine ganz vielfältige Flora und Fauna, eine reiche Tierwelt. Wir gehen auch ein kleines Gebirge zu den Vulkanen und zu den Bergen. Viele aktive Vulkane werden wir antreffen. Dann gehen wir aber auch ins Nebelwaldgebiet und lernen dort die Bewohner vom Nebelwaldgebiet kennen und machen auch einen Abstecher selbstverständlich ins Dschungelgebiet von Costa Rica. Mein Name ist Livia Eberle, ich arbeite bei Dreamtime Travel und bin Produktverantwortliche für Lateinamerika. Ich habe mein Herz in Lateinamerika verloren, reise immer wieder gerne dorthin, speziell auch nach Costa Rica, weil es gibt immer wieder etwas Neues zum Entdecken. Mit mir zusammen Präsentation halten wird heute Nicole Kunz aus dem Büro Bern. Sie ist kürzlich jetzt gerade im Dezember selber in Costa Rica unterwegs gewesen und wird auch noch die ein oder andere Neuigkeiten aus Costa Rica berichten. Nicole, kannst du uns hören? Ja, ist gut. Guten Abend miteinander und ich freue mich auch mit dir zusammen hier durchs Webinar zu führen. Wunderbar, danke vielmals Nicole. Wir hören uns später wieder. Genau, ebenfalls, bis später. Ebenfalls im Hintergrund mit tätig ist der Inhaber von Dreamtime Travel, der Dominik Eckert. Er ist für den technischen und emotionalen Support zuständig und tut auch die Fragen von Ihnen, die Sie dürfen stellen während dem Webinar live beantworten. Dominik, auch du kannst uns hören und bist da. Jawohl, guten Abend miteinander. Auch ich bin da und bin bereit, um die Fragen zu beantworten. Sehr gut, danke vielmals. Dominik, dann starten wir doch gerade mal mit der Frage, warum Sie mit Dreamtime planen können oder sollen oder dürfen. Die Vorteile davon, da haben wir mal drei davon rausgeschrieben, die in unserer Meinung oder Hinsicht wichtig sind oder die Ihnen wirklich einen grossen Vorteil bringen. Das hat sicher damit zu tun, dass Sie von unserer Erfahrung und unserem Wissen profitieren können. Wir reisen sehr viel in unseren Dreamtime-Destinationen umeinander und bleiben so auch immer up-to-date. Ich bin zum Beispiel während der Pandemie auch in Costa Rica gewesen und habe mir da ein Bild vor Ort können machen oder jetzt eben kürzlich auch gerade Nicole, die wieder unterwegs war. Also ist uns wirklich wichtig, dass wir das auch sehr gut kennen und wir können das Wissen natürlich dann auch an Sie weitergeben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Sie Unterstützung haben, und zwar vor, während und auch nach der Reise. Das haben wir jetzt auch während der Pandemie beispielsweise gemerkt, dass da die Leute sehr froh gewesen sind, dass sie immer eine Kontaktperson gehabt haben, uns natürlich hier in der Schweiz, aber dann auch lokale Partner, wo wir schon langjährig zusammenarbeiten, wo sie 24/7 Betreuung haben. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ihr Feriengeld bei uns abgesichert sind. Wir sind selbstverständlich auch im Garantiefonds von der Schweizer Reisebranche dabei. Das heisst, ihr einzahltes Geld ist bei uns sicher. Genau, das sind drei von mehreren Punkten, die es noch zum Ausführen gibt, aber sicher drei wichtige davon. Dann ganz kurz zu der Erklärung. Das Webinar wird ja über Zoom ausgetragen. Sie haben da verschiedene Funktionen. Da sehen Sie mal, wie das der Bildschirm zum Beispiel aussieht. Die meisten von Ihnen kennen es vermutlich schon ein bisschen. Unten haben Sie die Funktionen, um zum Beispiel die Hand zu heben. Wir können das gerade mal testen. Es nimmt mich nämlich Wunder, wie viele Hände sich jetzt da heben. Wie viele dabei sind? Oh, einige. Sehr schön, das freut mich sehr fest. Und Sie haben auch noch die Funktion F und A, wo Sie Fragen könnt in den Chat stellen, wo dann der Dominik Eckert eben dort live beantworten. Wir haben am Schluss auch noch eine kleine Fragerunde geplant, wo wir dann die ein oder andere Frage auch noch könnt gerade im Plenum anschauen zusammen. Dann ganz kurz zum Programm, zu der heutigen Übersicht. Ich tue Ihnen Costa Rica das Land vorstellen. Erzähle ich etwas auch über Effekt, Klima und Reisezeiten. Denn der Hauptteil von der Präsentation wird eine Reiseroute sein, eine mögliche, wo wir dann wirklich von Schritt für Schritt durch das Land durchreisen und so ein bisschen kennenlernen tun. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, unbedingt in den Chat stellen und wir können dann am Schluss dann auch noch ein paar interessante Fragen rauspicken und im Plenum besprechen.
Dann starten wir doch gerade mal mit unserer Reise nach Costa Rica. Das liegt, wie gesagt, in Mittelamerika und ist eingebettet zwischen dem Karibischen und dem Pazifischen Meer und grenzt im Norden an Nicaragua und im Süden an Panama. Es ist ein relativ kleines Land, es ist vielleicht etwa ein Viertel grösser als die Schweiz, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Und die Hauptstadt liegt im Herzen des Landes, San José, sitzt innen eigentlich im Zentraltal und dort wohnt auch ein Grossteil der Bevölkerung. Rund zwei Drittel von diesen 5 Millionen Einwohner insgesamt wohnen hier im Grossraum von San José. Man sagt auch gern, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, dass Costa Rica die Schweiz von Mittelamerika ist. Das hat mehrere Gründe, denke ich. Zum einen ist, wie wir gehört haben, die Grösse sicher vergleichbar. Dann ist es landschaftlich zum Teil auch ähnlich, jetzt vielleicht nicht mit dem Meer, das fehlt uns da leider in der Schweiz, aber gerade im Landesinneren mit den Bergen und auch den Flüssen. Es gibt auch einen Ort, der heißt La Suissa, den werden wir dann auch noch kurz ansprechen, wo eben landschaftlich tatsächlich ein bisschen der Schweiz ähnelt. Aber sicher der wichtigste Punkt ist, dass Costa Rica sehr eine stabile Demokratie hat, schon lange. Das funktioniert sehr gut. Sie haben auch keine Armee mehr. Es ist ein neutrales Land. Und sie haben wirklich auch, also all das Geld, das man sonst vielleicht in die Armee würde investieren, haben sie ins Gesundheitswesen und in die Bildung investiert. Das heisst, sie haben eigentlich sehr einen hohen Standard dort. Fast vergleichbar mit europäischem Standard, kann man sagen. Zudem führt auch eben das höhere Bildungsniveau, zum Beispiel, dass in Costa Rica sehr viele Leute sehr gut Englisch reden. Das heisst, die Amtssprache ist zwar Spanisch, aber gerade im Tourismus, gerade in den grösseren, bekannteren Orten und auch die jüngere Generation umso mehr redet wirklich sehr gut Englisch. Das heisst, wenn man nicht perfekt Spanisch kann oder gar kein Spanisch kann, aber Englisch versteht und reden kann, dann kommt man eigentlich schon sehr, sehr weit hier im Land. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn man das ein oder andere Wort auch Spanisch kann. Vielleicht, die Leute haben sich erfreut. Zum Beispiel Pura Vida ist ganz ein wichtiges Wort in Costa Rica. Pura Vida, das sagen Ticos und Ticas, so nennen sich Costa Ricaner. Also das hört man wirklich im Alltag mehrmals. Sie nennen das zur Begrüßung, aber auch zum Tschüss sagen, oder wenn jemand fragt, wie geht's dir, wie war dein Tag, Pura Vida, kann dann die Antwort sein. Also sie verwenden das wirklich im Alltag sehr oft. Für sie ist das aber mehr als einfach nur irgendwie ein Floskel. Für sie ist das eigentlich eine ganze Lebenseinstellung, eine Lebensphilosophie dahinter. Das ist so ein bisschen, ja, nach dem richtet sie sich auch. Das bedeutet ja wahres Leben oder reines Leben auf Deutsch übersetzt. Aber es ist mehr so ein bisschen die Leichtigkeit und ja, lebensfroh, Fröhlichkeit, die die Leute mit dem eigentlich verbinden und das wirklich auch entsprechend leben. Das heisst, auch wenn mal etwas vielleicht nicht gerade auf Anhieb klappt, sie sind zuversichtlich und wissen, dass das dann vielleicht auf einem Umweg dann trotzdem klappen tut. Also das ist mir wirklich auch etwas, was ich von der Reise immer mal wieder mitnehme oder was sicher auch gut ist, wenn man so ein bisschen mitbringt, ein bisschen eine Flexibilität und Leichtigkeit, wenn man durch das Land reisen tut. Dann zum Klima und der Reisezeit habe ich da die topografische Karte vorbereitet. Die erklärt eigentlich sehr, also ich finde, es ist sehr anschaulich auch, wie man eben die verschiedenen Landschaften ein bisschen erkennt. Wie wir schon gehört haben, grenzt es eben an die beiden Meere, an Karibik und Pazifik. Und durchs Landesinnere führt eigentlich so eine Bergkette und Vulkankette. Es hat auch noch sehr viele aktive Vulkane übrigens, über 12 aktive und dann aber auch noch ganz viele, die in den Ruhephasen sind. Das Klima ist gar nicht so einfach zu erklären. Es ist zwar ein sehr kleines Land, wie wir gehört haben, aber es hat etwa 13 verschiedene Mikroklimazonen im Land. Das heisst, egal zu welcher Jahreszeit man unterwegs ist, trifft man mal man kann 2-3 Stunden fahren und trifft wieder ein anderes Klima an. Durch das nahe am Äquator ist, ist es eigentlich ein ganzjähriges Reiseziel. Es ist auch das ganze Jahr warm, vor allem an den Küsten. Wenn man natürlich ins Hochland kommt, in die Berge, auf 1500, 2000 Meter, kann es am Abend wie bei uns in den Bergen auch mal kühl werden oder auch mal ein bisschen regnen. Pazifikküste zeigt mir so ein bisschen. Das ist auch das, was man dann schnell mal liest, wenn man
Reiseführer aufschlägt, dass die Trockenzeit in unseren Wintermonaten ist. Das ist von Dezember bis im April ungefähr. Und die grüne Saison ist entsprechend dann vom Mai bis im November. Das betrifft aber wirklich mehr Karibikküste und das Landesinnere. Pazifikküste, Entschuldigung, Karibikküste hat wie die entgegengesetzte Saison. Die haben eigentlich dann, wenn in der Pazifikküste nicht so gut ist, haben sie die trockeneren Monate. Das ist so vom September, Oktober, November, sagt man, dass dann in der Karibik ein bisschen weniger feucht ist. Das ganze Jahr aber, wie gesagt, gerade an den Küsten warm, also 25 bis 30 Grad. Und auch in der grünen Saison bedeutet das nicht, dass es dann monsunartig immer regnet, sondern das kann gut sein, dass es einfach mal tropische Schauer gibt, 2-3 Stunden, und dann tut es dann nachher wieder auf. Und es hat natürlich den Vorteil, dass es in der grünen Saison ein bisschen weniger Leute unterwegs hat und dass es dann überall üppig grün ist und schön blüht. Also es hat definitiv auch seine Vorteile. Genau. Dann zu der Einreise ist es eigentlich recht unkompliziert. Sie brauchen einfach einen gültigen Pass, der noch sicher 6 Monate über das Rückreisedatum gültig ist, und ein Weiter- oder ein Rückflugticket. Sonst, wenn Sie nicht länger als 3 Monate im Land sind, brauchen Sie auch kein Visum oder weitere Einreisebestimmungen. Und auch von der Gesundheitsvorsorge her ist es so, dass einfach so ein bisschen die gängigen Impfungen nach Schweizer Impfkalender empfohlen werden, zum Beispiel Hepatitis A, B dann mehr für Langzeitaufenthalt. Aber sonst sind Sie eigentlich frei in Costa Rica von schwerwiegenderen Krankheiten wie Malaria oder Tollwut oder so. Das ist alles eigentlich kein Thema. Wie gesagt, Sie haben sehr einen hohen Gesundheitsstandard. Am besten tun Sie dort aber auch nochmal einen Hausarzt oder einen Tropenarzt kontaktieren, der Ihnen dazu noch genauere Informationen kann geben. Dann zum Reisen in Costa Rica. Wie sind Sie unterwegs? Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Bussen unterwegs zu sein. Die tun aber dann vor allem halt so ein bisschen die Hotspots in Costa Rica anfahren. Und man muss halt auch eine gewisse Flexibilität mitbringen. Und sich an die, ja, halt an die, an das Schedule sozusagen vom Bus halten. Was sehr beliebt ist, sind Mietwagenreisen. Costa Rica ist wirklich ein ideales Reiseziel zum selber erkunden mit dem Mietauto. Die Strassen sind wirklich auch mehrheitlich gut ausgebaut, oftmals teeret. Es kann dann schon mal sein, dass wenn man ein bisschen in die Berge kommt oder auch ein bisschen in ein abgelegeneres Gebiet, dass es ein bisschen Schotterpisten hat. Da empfiehlt sich sicher ein 4x4 Fahrzeug, gerade vor allem auch während der grünen Saison. Es kommt aber ein bisschen auf die Route drauf an, je nachdem lange dann auch ein normaler PW. Genau, und was auch eine Möglichkeit ist, wo man aber eigentlich eher weniger nutzt, sind Inlandflüge. Es ist ja nicht so ein grosses Land, aber es gibt die Möglichkeit, nationale Flüge an gewisse Orte zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel auch weniger Zeit hat oder aus sonstigen Gründen lieber einen Inlandflug nutzt. Es gibt wenige Orte in Costa Rica, wo man wo keine Strassen anführen, sondern wo man nur mit dem Boot ankommt. Zu denen komme ich dann später in der Präsentation auch nochmal drauf zu sprechen. Es gibt natürlich übrigens auch noch Varianten mit Gruppenreisen oder auch mit Privattouren mit einem Guide statt Mietwagenreise, genau. Auch unterkunftsmässig sieht es ist eine breite Palette. Da gibt es wirklich von einfacheren Bed and Breakfast bis zu schönen Boutique-Hotels, Kaffee-Fincas oder eben auch luxuriösen Campen, Glamping, wo jetzt ja sehr im Trend liegt, gibt es da wirklich eine sehr breite Auswahl und Palette. Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Unterkünfte in Costa Rica eher kleiner sind, familiengeführt und persönlich, das heisst so 20 bis 30 Zimmer vielleicht. Es gibt schon auch je nach Region grössere Hotels, die mehr Zimmer haben, aber das ist so ein bisschen der Standard. Und ganz viele von denen legen auch grossen Wert auf die Nachhaltigkeit legen, also sind entsprechend zertifiziert. Und ja, grundsätzlich ist ja das in Costa Rica ein grosses Thema, dass sie eigentlich eine Pionierrolle in Sachen Nachhaltigkeit haben. Nicole, gell? Du bist ja jetzt kürzlich im Dezember unterwegs. Du hast auch die Glampings ausprobiert. Habe ich das
Hast du erzählt? Das ist richtig, genau. Also ich habe das Glamping ausprobiert auf der Isla Chiquita an der Pazifikküste. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Es ist natürlich so ein bisschen, eben ein luxuriöses Zelt natürlich. Eben, es ist ohne feste Wände. Also man ist halt wirklich noch mal ein bisschen mehr in der Natur. Man hört dann halt auch Geräusche im Dschungel, also am Morgen früh natürlich. Und ja, also es ist sehr ein sehr, auch sehr eine entspannte Art jetzt gewesen, in dem Isla Chiquita. Also ich kann es empfehlen, dass man mal so etwas drin reinnimmt. Auch, es gibt noch andere Möglichkeiten, auch nach der Pazifikküste. Also durchaus eine gute Option. Ein bisschen Afrika-Feeling in Costa Rica sozusagen. Das ist so, genau. Einfach ein bisschen andere Tiere, aber auch. Ja. Genau. Genau. Super, danke schön. Dann gehen wir doch gerade weiter auf unsere Reise durch Costa Rica. Und zwar habe ich da so einen QR-Code vorbereitet, wo Sie können mit dem Handy einscannen können. Dann kommen Sie direkt auf so einen Link, wo wir das Programm auch nochmal vorstellen. Sie sehen dort ein paar Hotelvorschläge, Sie sehen ein Preisbeispiel, Sie sehen auch einen Tag-für-Tag-Reiseverlauf. Und diese Route ungefähr können wir Ihnen jetzt heute vorstellen. Wir haben noch ein paar spezielle Dreamtime-Tipps vorbereitet, die jetzt nicht in diesem Vorschlag sind. Das ist ja das Schöne daran, dass wir eigentlich die Programme wirklich ganz individuell und auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneidert können zusammenstellen. Grundsätzlich würde ich jetzt für so eine Route mindestens 3 Wochen einplanen. Besser, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hat und noch ein bisschen Badeferien möchte machen, vielleicht sogar 4 Wochen. Das, denke ich, ist eine ideale Zeit, um das Land wirklich mehr oder weniger ganze Land oder die Vielfältigkeit vom Land können kennenlernen. Und wie Sie sehen, machen wir da eine Art wie ein Achti im Land. Also man geht von der Karibik über das Hochland an die Pazifikküste, darauf ins Hochland und dann wieder an die Pazifikküste. Also sehr, sehr abwechslungsreich. Bevor wir jetzt aber in die Reise starten, haben wir noch eine kleine Umfrage vorbereitet. Und zwar tut die gerade der Dominik einblenden. Jawohl, und zwar würde mir gern wissen, wer von Ihnen schon mal in Lateinamerika unterwegs war. Also wer von Ihnen ist schon mal unterwegs in entweder Costa Rica oder einem von vielen anderen Ländern? Sie sollten es jetzt bei sich sehen und können jetzt hier antworten. Sind Sie noch gar nie gewesen? Wäre das vielleicht das erste Mal sogar, ist übrigens sehr beliebt, dass man das erste Mal nach Costa Rica geht, wenn man Richtung Lateinamerika geht. Aber ich sehe, da ist eine grosse Vielfalt. Alle Länder, die wir zur Auswahl haben, sind schon besucht worden. Ich lasse noch ein Moment laufen. Unsere Stimmbeteiligung ist noch ein bisschen tief. Die ist noch bei 42%. Nein, Moment, jetzt sind wir rausgekommen. Nein, es ist schon, nein, jetzt sind wir schon, wow. 100% Stimmbeteiligung. Das ist super. Ich tue das jetzt beenden. Umfrage beenden. Also. Sie sollten das jetzt dann gerade sehen. Also 41% von Ihnen sind noch gar nie in einem von diesen Ländern in Lateinamerika unterwegs gewesen. Das ist für uns ein Zukunftspotenzial natürlich. Und wir haben dann nachher ja, Chile, Argentinien, Brasilien. Jetzt gehen wir runter, sind ganz gespannt. Peru bei 20%, Ecuador, Costa Rica 18%, Mexiko 21%. Ja, also doch ein viel gereistes Publikum heute Abend, das hier mit dabei ist. Jetzt tue ich Ihnen die Freigabe wieder beenden. Und wenn Sie das Fenster noch sehen, dann können Sie es einfach wegklicken. In dem Sinne, danke vielmals für die Teilnahme. Wenn Sie Fragen haben, können Sie es ungeniert im Chat hier schreiben. Auch wenn Sie Input haben, wenn Sie vielleicht schon selber unterwegs sind, wenn Sie Info haben, dann dürfen Sie das auch hier schreiben. Wir werden es am Schluss teilen. Ich kann vielleicht nicht ganz so schnell antworten. Ich kann im Moment nur mit einer Hand tippen. Sie sehen es vielleicht. Ich habe so ein komisches Gewändchen an. Ich habe am Wochenende meinen Arm gebrochen. Bin jetzt schnell unterwegs auf der Piste. Aber mit einer Hand kann ich doch tippen. Also tun Sie ungeniert Ihre Fragen stellen. Und damit wieder weiter zurück zu der Livia. Danke vielmals, Dominik. Genau. Und zwar antippen, genau, wunderbar. Starten wir jetzt unsere Reise nach Costa Rica, nach San Jose. Und zwar
erreicht man das, wenn man aus der Schweiz oder aus Europa kommt, ist das meistens mit einem Flug verbunden, außer man reist eben sonst schon bereits in Mittelamerika umeinander und reist durch die Landesgrenze ein. Aber im Normalfall kommt man zum Beispiel ab Zürich nach San Jose. Da gibt es Direktflüge mit der Edelweiss dreimal in der Woche. Das geht rund 12 Stunden, ist etwa die Flugzeit. Und die Edelweiss fliegt auch Liberia an. Das ist dort im Norden von der Pazifikküste oben. Das ist sehr praktisch, weil man kann dann natürlich auch die Rundreise so gestalten, dass man vielleicht am Schluss noch Badeferien hat an der Pazifikküste und dann von Liberia statt San Jose her heimfliegt und nicht den ganzen Weg zurück muss. Es gibt natürlich auch Umsteigemöglichkeiten mit mehreren Airlines, mit der Lufthansa über Frankfurt beispielsweise oder auch über Madrid gibt es einige Möglichkeiten. San Jose ist, wie gesagt, die Hauptstadt, ist auch ist das Wirtschaftszentrum, ist da, wo eben die grösste Anteil von der Bevölkerung wohnt, ist sehr eine geschäftige Stadt, ist jetzt aus touristischer Sicht gesehen nicht unbedingt das Highlight von Costa Rica, sage ich jetzt mal. Ich denke, da lange, wenn man vielleicht 1, 2 Nächte dort verbringen am Anfang von der Reise. Es hat trotzdem, eben wenn man auch da aufs Bild schaut, rundum ist man dann schnell in der Natur einmal. Und es hat gleich auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten, es hat ein paar Museen, wo man kann besuchen kann, das Gold- oder das Jade-Museum beispielsweise, oder auch das Nationaltheater. Da sind die Ticos, das ist ihr ganzer Stolz, das Nationaltheater. Es hat eine schöne Fußgänger Zone, wo man ein bisschen entlang schlendern kann. Aber wie gesagt, ich denke, so 1, 2 Nächte langen grundsätzlich in der Hauptstadt und nachher geht man dann auf die Reise zu den wahren Schätzen von Costa Rica, zu der Natur- und Tierwelt. Zum Beispiel da im Norden von der Karibikküste im Tortuguero Nationalpark. Das ist jetzt eben einer von den Orten, wo man nur per Boot erreicht. Da führen keine Strassen an, das ist ein Kanalnetz. Das heisst, das kann man auch nicht auf eigene Faust in dem Sinn besuchen. Das macht man in Form von einer Zubuchertour, also mit einer Gruppe, mit internationalen anderen Gästen und einem Guide von der Lodge, der einen abholt mit dem Sammelbus in San Jose im Hotel. Und dann fährt man aus der Stadt raus in Richtung Guapiles. Man merkt dann, wie sich die Landschaft auch verändert. Man kommt Richtung Karibikküste, man kommt an Bananenplantagen vorbei, es wird wärmer. San Jose ist etwa auf 1000 Meter, also man geht dann oben runter. Und in Guapiles tut man dann etwas zu Morgen essen und steigt dann eigentlich dann bei der Anlagestelle in La Pavona oder ja genau, steigt man dann aufs Boot um in Richtung Tortuguero Nationalpark. Das ist alles so organisiert. Die Bootsfahrt, die geht 1 bis 2 Stunden, schlängelt man da durch das Kanalnetz durch. Ich finde, das ist allein die Anreise ist eben schon ein Abenteuer, weil man sieht unterwegs vielleicht schon die ein oder anderen Tiere von da aus. Man sagt auch so ein bisschen, der Tortuguero Nationalpark ist ja ein Regenwaldgebiet, ist so ein bisschen der Mini-Amazonas von Costa Rica und da hat man wirklich sehr eine bunte Tierwelt. Übernachten tut man in einer von diesen Dschungellodgen, wo recht rustikal sind, aber sehr schön, entweder eingebettet mitten im Dschungel oder teilweise grenzen auch gewisse Lodgen grenzen auch noch ans Karibische Meer. Und genau da tut man übernachten und ich finde, da gibt es nichts Schöneres als mit dem Geräusch halt vom Regenwald, im Dschungel einzuschlafen. Vielleicht hört man das Zwitschern der Vögel oder das Brüllen der Affen in der Ferne. Und auch so wacht man übrigens am Morgen auf. Also ein Wecker ist gar nicht unbedingt nötig. Es wird auch relativ früh am Morgen bereits hell um die 5:30, 6:00. Entsprechend wird es auch am 6. ungefähr am Abend dann wieder dunkel, also das ganze Jahr durch die Nähe zum Äquator. Der Tortuguero Nationalpark ist gegründet worden bereits in den 70er Jahren, also schon recht früh hat da Costa Rica eben sich bemüht in diesen Bereichen und ist gegründet worden zum Schutz der grünen Meeresschildkröte, Tortuga auf Spanisch. Und das ist auch heute noch eine von der wichtigsten Brutstellen überhaupt in der ganzen Karibik. Wenn man das Spektakel möchte sehen, wie die Eiablage oder auch sogar das Schlüpfen von diesen Schildkrotten, dann sollte man den Park ungefähr von Juli bis Oktober besuchen. Dann findet das statt. Und das ist jetzt eben zum Beispiel eine von der Nebensaison, sonst im Land. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel das möchte miterleben, dann
dann eignet sich halt Costa Rica wirklich in diesen Monaten auch sehr gut. Und die Touren, die dürfen wir dann auch nur mit einem ortskundigen Guide machen. Also da ist man unterwegs und das ist natürlich eine grosse Glückssache auch. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, wie Gezeiten und Vollmond und Ebbeflut. Genau, und auch sonst noch ganz viel Glück. Aber je nachdem, in diesen Monaten hat man sicher eine höhere Chance. In dem Paket, wo man dann sozusagen bucht, hat man auch immer noch ein paar Aktivitäten und Touren bereits dabei. Das sind immer zwei Bootstouren und dann kann man noch optionale Touren buchen, wie zum Beispiel so eine Kanu- oder Kajak-Tour, die ich sehr kann empfehlen kann, weil mit dem Kajak kommt man halt auch so ein bisschen Nebenarm von dem Kanalnetz, wo man mit dem Motorboot nicht ankommt und kann so wirklich richtig tief in das Dschungelnetz eindringen und sieht da eine wunderbare Tierwelt, Äffli zum Beispiel, je nachdem auch Kaimane, je nach Wasserstand. Wenn man Glück hat, vielleicht das Faultier hoch oben in der Baumkrone. Und was man natürlich im Tortuguero Nationalpark auch sehr viel hat, sind ganz viele verschiedene Vogelarten. Es gibt auch ein Dörfli da, Tortuguero, wo die Heimischen nach wie vor wohnen. Viele davon sind auch im Tourismus tätig, das heisst, sie haben irgendwie einen kleinen Souvenirstand oder auch verkaufen etwas, vielleicht eine frische Kokosnuss mal zur Abwechslung. Das kann man da wirklich in dem Dörfli, wo man zu Fuß unterwegs ist, da hat es ja keine Autos oder auch ja, mit dem Velo, je nachdem, kann man sich da mal so etwas gönnen. Wenn wir gerade so ein bisschen bei der Kulinarik sind, Costa Rica ist jetzt nicht zwingend bekannt für irgendwie die weltbeste Küche, aber sie haben doch eine einfache, aber schmackhafte Küche. Das Nationalgericht sehen Sie rechts auf dem Bild, das ist Gallo Pinto. Das essen Ticos am liebsten zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht. Das ist eigentlich Reis mit Bohnen und dann, je nachdem zubereitet, am Morgen vielleicht mit Eier oder Kochbananen und dann zum Mittag, zum Nacht, je nachdem mit einer Fleisch- oder Fischbeilage. Was natürlich auch sehr viel haben, sind ganz viele exotische Früchte, die in Costa Rica wachsen. Das ist etwas vom Besten, finde ich. Ich habe noch nie so feine Ananas gegessen wie in Costa Rica, aber auch Papayas, Mangos. Da hat es wirklich eine grosse Vielfalt und wo man auch zum Beispiel Smoothies sich machen kann. Das ist wirklich sehr, sehr fein. Natürlich findet man auch an den touristischeren Orten und in den grösseren Städten auch internationale Restaurants. Das heisst, sie müssen nicht zwei, drei Wochen lang Gallo Pinto jeden Tag essen. Ja, dann geht es dann mal wieder zurück vom Tortuguero Nationalpark mit dem Boot und dem Bus nach Guapiles. Von dort aus kann dann die Reise eigentlich in alle Richtungen starten, mehr oder weniger. Unsere Reise führt uns jetzt an die Karibikküste, an einen Ort, an meinen Dreamtime-Tipp Nummer 1, wo nicht einmal auf der Karte eingezeichnet ist, weil es ist ein unbekannterer Ort. Wir können das Mietauto gerade in Guapiles übernehmen. Das ist sehr praktisch, weil man muss dann auch nicht gross in der Hauptstadt, wo relativ verkehrsreich ist, rumfahren, sondern man ist bereits ein bisschen außerhalb. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Tour gebucht hat mit einem Guide, dann würde einem natürlich dann der Guide dort abholen und der Fahrer. Das ist je nachdem, wie man denn das möchte haben. Aber jetzt gehen wir zu der Selva Bananito Lodge. Und zwar liegt die an der Karibikküste in den Talamanca-Bergen. Das ist auch die Anfahrt selber schon auch wieder ein Abenteuer, weil man wird dann in Bananito in so einem kleinen Dörfli abgeholt von einem Fahrer von dieser Lodge und geht dann eigentlich durch eine Schotterpiste nochmal etwa 20 Minuten darauf in die Berge. Man merkt, man verlässt so ein bisschen Zivilisation, man ist weit weg von allem. Man hat übrigens auch kein Handyempfang sehr oft, es hat auch kein Internet in dieser Unterkunft. Das ganz bewusst gewählt, weil sie wollen da wirklich, dass man ein bisschen Digital Detox macht und ein bisschen wieder sich mit sich selber und mit der Natur und mit der Tierwelt tut verbinden und wieder so ein bisschen den Blick aufs Wesentliche legt. Hat sehr gut getan. Ich habe das auch dürfen besuchen auf meiner Studienreise. Die Unterkunft selber ist einfach, rustikal. Es ist nicht, dass man da hingeht, weil das super luxuriös wäre, sondern wirklich einfach, weil es sehr schön in der Natur eingebettet ist. Ein gutes Öko-Projekt auch, wo sehr unterstützenswert ist. Es ist ein Öko-Lodge und die darf sich wirklich auch so nennen, weil die ganzen Bungalows
sind aus Restholz gebaut. Es wird alles mit Solar betrieben. Man kommt spezielles Shampoo über. Also sie schauen da wirklich sehr gut auf die Umwelt auch. Man kann verschiedene Touren dann auch machen. Man kann Ritttouren machen. Man kann Dschungelwanderungen machen. Da es sind 1500 Hektar Regenwald, die hier geschützt werden, auf privater Basis. Und da hat es wirklich auch sehr viel, einen grossen Anteil noch an Primärregenwald, also wo noch nie abgeholzt wurde. Das heisst, als der Kolumbus hier angekommen ist, hat er die Bäume vermutlich genau so angetroffen. Und das ist wirklich ein grosses Schutzgebiet. Mit dem Gyrocopter durfte ich auch einen Rundflug machen und eigentlich erst von hier oben hat man dann wirklich dass die Weite auch von diesem Gebiet können, erkunden oder können sehen. Und dank der Einnahme vom Tourismus wird dann eigentlich auch die Lodge so betrieben und kann das auch so geschützt werden. Für den Inhaber ist das auch sehr wichtig, eben mit dem Gyrocopter kann er zum Beispiel auch Holzfäller, illegale Holzfäller erspähen oder wo sich da irgendwie bereichern an dem Edelholz, Mahagoni-Bäume und so weiter. Und das ist halt wirklich ein wichtiges Schutzgebiet auch für viele Tierarten, zum Teil auch vom Aussterben bedrohte, wie Jaguar oder Pumas, wo ihre Heimat noch haben und natürlich auch ganz viele Vögel. Es ist jetzt nicht so, dass man die so bei Tageslicht antrifft. Die sind scheu und verstecken sich. Aber man sieht sie zum Beispiel auf der Nachtbildkamera, wo sie aufgestellt haben. Das ist zum Beispiel ein kleiner Geheimtipp, den ich Ihnen noch mitgeben wollte. Und dann geht es dann weiter in Richtung südliche Karibikküste, ganz aber eigentlich bis an die Grenze zu Panama, nach Puerto Viejo. Puerto Viejo oder auch Karibikküste an sich ist ganz anders als Pazifikküste, hat das türkisblaue Wasser, ist noch eher naturbelassen und der Regenwald, der auch bis runterkommt an die Küste, hat teilweise auch Strandabschnitte, die sich sehr gut zum Surfen eignen, also auch mit ein bisschen Strömung, ist sehr beliebt. Da hat man auch wirklich den karibischen oder jamaikanischen Einfluss, der in dem Puerto Viejo ist. Man hört überall Reggae-Musik oder sie tanzen Calypso. Und auch das Essen ist ein bisschen anders als auf der Pazifikküste. Man hat da mehr den kreolischen Einfluss. Man kann auch gut mit dem Velo unterwegs sein an der Karibikküste, weil es ist relativ flach. Das heisst, man kann die verschiedenen Strände auch gut mit dem Velo beispielsweise erkunden. Oder wer möchte noch mal ein bisschen mehr aktiv sein, der kann zum Beispiel auch in Gauita Nationalpark, der ganz in der Nähe ist. Den Park kann man zum Beispiel auch sehr gut selber erkunden. Oder man kann auch einen Guide dazunehmen, wenn man das natürlich möchte. Und dann sieht man dort vielleicht noch die einen oder anderen Tiere mehr, die man sonst je nachdem nicht würdig sehen. Ja, jetzt nach Karibikküste und Wärme und ein bisschen Sonnele zieht es uns vielleicht mal ins Hochland. Und zwar gehen wir in Richtung Turrialba. Das sind ungefähr 3 Stunden Fahrt. Das ist ein Ort, wo man zum Beispiel unterwegs noch gewisse Sachen besuchen kann, wie zum Beispiel die Guayabo-Ruine. Das sind ein wichtiges Kulturdenkmal. Das sind Überreste von einer präkolumbianischen Stadt. Und sonst hat Costa Rica jetzt von den Ausgrabungsstätten vielleicht nicht ganz so viel zu bieten wie andere Länder, wie zum Beispiel Mexiko. Aber es hat doch auch das ein oder andere, wo man noch besuchen kann oder wo so ein bisschen der Beweis ist, dass da mal Touri-Wohner auch gelebt haben anders, genau. Turrialba ist ein Ort oder generell im Hochland, das ist eben da dort, wo La Suissa in der Nähe ist, wo ein bisschen an die Schweiz erinnert, mit der hügeligen Landschaft, mit den Bergen, mit den Seen, mit den Flüssen. Es gibt da auch einen Käse, der hergestellt wird, also man sieht vielleicht auch Kühe irgendwo weiden. Es hat wirklich vielleicht nicht so ganz das Exotische, was man sonst von Costa Rica kennt, aber ist sehr ein schöner Kontrast. Es gibt auch den Turrialba-Vulkan, der nach wie vor noch aktiv ist. Das heisst, da kann man nicht durch hingehen. Man kann schöne Wanderungen rundherum machen, wenn man das möchte. Oder eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel River Raften auf dem Pacuare-Fluss. Das ist ein beliebter Fluss, um eben so Wildwasseraktivitäten zu machen. Der hat es bietet wirklich für jedermann etwas. Also es hat Abschnitte, die auch für Anfänger geeignet sind oder auch für Fortgeschrittene. Und das macht mega Spass. Und dann
fahren wir doch langsam weiter, verlassen wir da die Gegend rund um Turrialba. Unterwegs kann man immer mal wieder eben Stopps machen. Wir geben ihnen dann das auch im Reiseprogramm mit, was sie zum Beispiel noch könnten besuchen als Vorschläge. Und dann können sie auch spontan entscheiden, was sie Lust haben. Jetzt auf dem Weg zum Beispiel da herab zum Nebelwaldgebiet von San Gerardo de Tota könnte man auch noch den Irazú-Vulkan besuchen. Das ist der höchste Vulkan von Costa Rica auf 3432 Meter. Da kann man bequem mit dem Auto relativ weit rauffahren und wandert dann oder spaziert noch etwa 20-30 Minuten bis zu diesen Kraterseen, wo man bei guter Sicht dann wirklich in die Kraterseen auch hinein sieht. Das ist mega ein schöner Ausblick. Und wenn man optimale Wetterbedingungen hat, also gar keine Wolken, nicht wie hier auf dem Bild, dann würde man von da oben sogar auf die beiden Ozeane sehen, also auf Pazifik und Karibik Seiten runter. Da kann es natürlich dann auch ein bisschen kühl werden, selbstverständlich. Eben, wir sind jetzt wieder ein bisschen in der Höhe oben. Auch mal eine Windjacke mitnehmen und vielleicht noch einen Wasserpelz, aber ist ein bisschen wie bei uns in den Bergen. Was ein anderer Abstecher, den man machen kann, oder ein Ort, den man besuchen unterwegs von Turrialba nach San Gerardo de Tota, ist Cartago. Das ist die ehemalige Hauptstadt von Costa Rica. Das ist mehrmals auch von Erdbeben leider heimgesucht worden. Darum hat es nicht mehr viel von diesen alten spanischen kolonialen Gebäuden. Aber es hat noch die ein oder andere Kirche, die man besuchen kann. Zum Beispiel die Nuestra Señora de Los Angeles, die sehr sehenswert ist, wenn man das möchte. Und egal welchen Weg man wählt, irgendwann kommt man in San Gerardo de Tota an. Das ist, wie gesagt, ein Nebelwaldgebiet, ein bisschen weniger bekanntes Nebelwaldgebiet. Da kann man schöne Wanderungen wieder unternehmen. Im Nationalpark Los Quetzales, für das, was bekannt ist, kann man eben gut unterwegs sein. Das hat 14 verschiedene Ökosysteme auf unterschiedlichen Höhenstufen, hat also sehr eine reiche Flora und Fauna, auch kleinere Tiere oder Vögel, die man hier sieht. Der sicher schönste und bekannteste Vogel ist der Quetzal, nach dem ist auch der Park Los Quetzales benannt. Der hat bei den Ureinwohnern, bei den Mayas, hat er als heilig geholt und man hat die schönen Schwanzfedern natürlich auch als Schmuck gebraucht. Und den hat man hier im Gebiet von San Gerardo de Tota eine höhere Chance, um den zu sehen. Nicole, gell? Du bist, glaube ich, auch da unterwegs und auf die Suche nach dem Vogel. Haben wir ihn gefunden? Genau, das ist richtig. Ja, wir haben ihn sogar gefunden. Also ich hatte das Glück gehabt und wir haben ihn am Morgen früh. Geht dann irgendwann um 5 Uhr am Morgen, starten wir natürlich die Tour. Ja, und dann haben wir ihn etwa so um 5:30 dann gesehen, als er zu Morgen gegessen hat. Er ist aus auf wilden Avocados und die wilden Avocados, die wachsen speziell gut eben in dieser Region rund um San Gerardo de Tota. Und ja, ich muss sagen, es ist ein faszinierender Vogel. Also hat wirklich sehr bunt, grün und eben speziell mit seinen langen Federn. Also halt das Männchen natürlich. Das Weibli ist dann ein bisschen schlichter. Wie das so ist in der Tierwelt. Genau, richtig. Genau, ja, du hast ja auch mega schöne Bilder davon gemacht. Hat super ausgesehen. Cool, danke. Genau, dann geht es jetzt eigentlich auch gerade mit deinem Teil weiter. Gell? Du hast ja noch dürfen die Osa-Halbinsel besuchen. Ich tue dir gerade auch noch die Maus übergeben, dass du da aus Bern kannst, selber fernsteuern. So, jetzt solltest du es überkommen haben. Ja, ist gut. Danke, Livia. Genau. Ja, ich bin dann eben von San Gerardo de Tota. Dort bin ich 2 Nächte gewesen, bin ich dann weitergefahren. Also ich bin auch mit einem Mietwagen unterwegs gewesen, bin dann weitergefahren an die Pazifikküste und vielleicht einfach aber da noch wegen der Höhe. In San Gerardo de Tota waren wir auf 2400 Meter und am Morgen war es dann doch etwa 6 Grad. Wir sind gestartet am Morgen um 6 Uhr. Also generell will ich sagen, in Costa Rica, wir starten alles immer relativ früh. Also man wird richtig zum Early Bird, aber man gewöhnt sich daran, weil von der Zeitverschiebung am Anfang in der Schweiz geht das eigentlich tiptop. Man ist gerade am Anfang immer früh auf und dann behaltet man das gerade am besten auf der ganzen Reise bei. Gut, eben, wir sind am Morgen um 6 Uhr gestartet, bei 6 Grad auf 2400 Meter. Sind dann wieder aufgekraxelt mit dem Auto auf 3100 Meter.
und dann runtergefahren auf die Meereshöhe und dort haben uns dann 30 Grad erwartet und das alles innerhalb von 3 Stunden. Das ist dann schon noch so ein bisschen eindrücklich. Der Körper muss natürlich da gerade ein bisschen etwas mitmachen, aber es ist eigentlich grundsätzlich gut gegangen. Und eben mein Plan war, die Osa-Halbinsel zu besuchen. Das ist eher so ein abgelegenere Halbinsel im südlichen Teil, eben an der Pazifikküste. Ist abgelegen, ist auch ein bisschen weniger gut zugänglich oder auch weniger besiedelt, sagen wir mal so. Ein grosser Teil der Halbinsel, also rund oder 40%, nimmt auch den Corcovado-Nationalpark zum Schutz eigentlich von einem der letzten tropischen Regenwälder in Mittelamerika. Und ja, das ist eben auch unser zweiter Dreamtime-Tipp für die Osa-Halbinsel, weil es braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, um die Osa-Halbinsel zu besuchen. Also ich hatte jetzt hier eigentlich 5 Nächte einplanen, um die Halbinsel selber und natürlich auch den Corcovado-Nationalpark dann zu besuchen. Ich bin dann, also mein Ausgangspunkt war Drake Bay gewesen. Das ist mehr so ein bisschen im Nordwesten von der Halbinsel. Und Drake Bay ist auf 3 Wegen zugänglich. Das eine ist über dieses Kanalsystem mit dem Boot. Das dauert dann, also man kann dann ein Mietauto in Sierpe auf einem Parkplatz abstellen und dann geht es eben mit dem Boot weiter, etwa so rund eine Stunde dauert die Fahrt. Oder man kann jetzt vor allem in der Trockenzeit könnte man auch mit einem 4x4 bis zur Drake Bay fahren. Das ist auch möglich. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil eben die Bootsfahrt selber ist auch schon wie so ein bisschen eine Tour. Wir haben aber Leute getroffen, die das gemacht haben. Sie haben gesagt, es sei sicher ein bisschen abenteuerlicher, relativ viele Schlaglöcher und es hat, glaube ich, dann schon ein bisschen Nerven gebraucht, vor allem, glaube ich, für Beifahrer oder Beifahrerinnen. Es wäre jetzt auch noch spannend gewesen, das auch zu machen, aber vielleicht dann bei einem nächsten Mal. Und die dritte Möglichkeit ist, mit dem Kleinflugzeug eben von San Jose kann man gerade direkt zur Drake Bay fliegen. Eben jetzt, wenn das zeitlich zum Beispiel ein Faktor ist oder man kann auch am Schluss von einer Reise das Auto in Sierpe abgeben und dann am Schluss mit dem Flieger zurück nach San Jose. Wir sind dann eben mit so einem kleinen offenen Boot sind wir in der Drake Bay angekommen. Da ist wichtig, es ist noch so ein bisschen abenteuerlich, wenn man auf diese Halbinsel reist, weil eben vieles ist gar nicht so zugänglich oder vieles nur per Boot. Und da war jetzt halt wirklich eine Nasslandung gewesen. Also es hat zwei, drei wenige Hotels, die vielleicht noch einen Steg haben, aber sonst gibt es halt nasse Füße, aber das macht dann nicht bei 30 Grad. Das ist dann die Bucht selber in der Drake Bay. Es gibt dann da gibt's verschiedene Unterkünfte von einfachen Backpackers bis zu schönen Naturlodgen, wirklich so mitten im Dschungel. Wir haben in Drake Bay selber schon Möglichkeiten für verschiedene Aktivitäten, wie es gibt eine sehr schöne Küstenwanderung, die man machen kann, die man dann wirklich auch ohne Guide gut machen kann. Und wir hätten da wirklich bereits ein bisschen Möglichkeiten auch für schöne Tiersichtungen, aber natürlich eben auch sehr schöne einsame wilde Strände, wo man da dann wirklich fast für sich alleine kann haben. Und was auch noch ist, da ist zum Beispiel die Pazifikküste hat an vielen Orten so ein bisschen Meeresströmungen, wo man ein bisschen muss schauen wegen dem Schwimmen, wo vielleicht eher geeignet ist zum Surfen. Da ist jetzt wirklich gut möglich auch zum Schwimmen, eigentlich wirklich sicher. Eben abgesehen von diesen sehr schönen, einsamen Stränden, eben, wie gesagt, gibt es auch in Drake Bay selber schon gute, schöne Tierbeobachtungen, wie jetzt hier die hellroten Aras, die wir haben können sichten. Also die hört man dann auch wirklich bereits schon von Weitem, das Gekreische. Eben auch, wie auch natürlich auch die anderen Dschungelgeräusche. Oder auch da die Kapuzineraffen, die wir gesehen haben auf dem Weg.
Oder die verschiedenen eben Vogelarten oder Brüllaffen. Eine weitere schöne Aktivität, die ich wirklich empfehlen kann von Drake Bay, ist ein Schnorchelausflug, und zwar zur Isla de Cano. Wir gehen hier mit einem, also eine Stunde fahrt man mit dem Boot. Wir haben etwa rund 12 Leute drauf Platz. Und man kann an zwei verschiedenen Orten kann man schnorcheln. Also man geht dann wirklich vom Boot aus ins Meer schnorcheln, macht zwischen noch eine kurze Landung auf der Insel und kann dann dort noch ein bisschen am Strand verweilen, bevor es dann eben wieder weitergeht zu der zweiten Möglichkeit zum Schnorcheln. Oder es ist auch eben so ein bisschen das Tauchgebiet in Costa Rica. Je nach Wetterbedingungen ist es halt das Meer so ein bisschen klarer oder weniger klar. Also wir haben jetzt hier wirklich gute Sichtungen gehabt und eben auch schön klares Wasser mit eben vielen bunten Fischchen und Schildkröten oder Riffhaien. Dann natürlich viele, die nach Drake Bay reisen, ist natürlich auch ein Grund, dass sie den Corcovado Nationalpark besuchen. Aber wie gesagt, der nimmt etwa rund 40% ein von den Außenhalbinseln, ist wirklich ein Schutzgebiet und wo man auch sehr viele Tiersichtungen kann machen und sehr spannend ist eben von der Flora und Fauna. Wir machen das, also, wir gehen dann am Morgen früh, eben bereits um 5 Uhr startet dann eigentlich die Tour mit dem Boot. Ich habe mich für eine zweitägige Tour entschieden, weil, einfach damit die Chancen halt wirklich auch ein bisschen grösser sind, die verschiedenen Tiere zu sehen. Und es ist doch eine längere Bootsanfahrt von etwa einer guten Stunde. Und macht man das noch in einem Tag, ist dann halt, ja, 2 Stunden hin und her und, ist halt relativ dann, ein straffes Programm. Darum bin ich 2 Tage, 1 Nacht im Corcovado gewesen. Und eben schon am Morgen früh ist es sehr schön, wenn es da so ein bisschen mystisch ist, so ein bisschen Nebel verhangen. Und man kommt dann eben wirklich in den grünen, dichten Regenwald vom Corcovado Nationalpark. Man kann den besuchen nur mit einem zertifizierten Guide. Und wir sind da jetzt unterwegs gewesen, zu vierten Höhe. In der Regel sind das so Gruppen eigentlich mit Maximum 6 Teilnehmer, wo dann auf, wir machen dann durch den Tag verschiedene Wanderungen, eben sei das jetzt am Strand oder natürlich eben durch den Regenwald. Man sieht jetzt da gerade noch so ein bisschen den Weg, wie der ist. Da hat es jetzt auch noch so ein bisschen, kann gewissen Orten natürlich je nach Reisezeit auch ein bisschen sumpfig sein. Habe mich dann darum hier ausgerüstet mit so Stiefeln. Und genau, dass meine normalen Schuhe, dass ich die nicht haben müssen putzen. Ich habe natürlich am Morgen nicht gewusst, dass ich dann so ein passendes Outfit habe mit den passenden Socken und den Stiefeln dazu. Genau. Ja, und dann ist es einfach eben, wir hatten wirklich am Morgen, ist man so 2-3 Stunden unterwegs mit dem Guide und hatten da wirklich die verschiedenen Möglichkeiten, die Tiere zu sehen in dem Nationalpark hin. Ich werde einfach hier ein paar Bilder zeigen, eben von dieser Vielfalt an Tieren, wo man wirklich relativ noch auch sieht. Eben jetzt auch hier wie die Totenkopfäffli, die sind natürlich da immer ja, in diesen Bäumen rumgekraxelt. Oder dann hier eben die verschiedensten Vogelarten wie Reiher, die hier stolzieren und dann Möglichkeit, im Corcovado Nationalpark ist, dass man Tapir sieht. Das ist ein lustiges Tier, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. So eine Mischung zwischen einem Ross und irgendwie einer Sau. Oder ja, wirklich ein spannendes und eigentlich das grösste Säugetier jetzt auf dem mittelamerikanischen Raum. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir hier eine Sichtung gemacht haben von einer Mutter mit einem Kleinen, der dann versteckt war im Busch. Und ja, sie sind wirklich gar nicht, eigentlich haben nicht Angst, also, und sind auch nicht gefährlich in dem Sinn, dass sie würden Leute angreifen. Aber eben auch nebst denen haben wir hier noch eben den Tamandau oder so, den speziellen Namen, oder Klammeraffen, Brüllaffen, die wir gesehen haben. Also sie sehen, wir haben da wirklich sehr gute Chancen
für viele die jetzt gesehen. Da mit dem Guide, der hat natürlich ein Fernrohr dabei, weil eben, wie die Livia auch schon gesagt hat, die Faultiere, die sind weit, weit oben. Und so hat man natürlich mit dem Fernrohr, sieht man sie dann wirklich gut und man kann dann mit dem Natel auch ein Foto schießen. Oder eben, wenn man natürlich eine gute Kamera hat, mit einem guten Zoom, kann man natürlich auch so gute Fotos machen. Eben, man sieht dann halt auch wirklich als Kleinste. Generell ist halt zu empfehlen, eigentlich eine Tour durch den Dschungel mit einem Guide zu machen, weil, wenn man selber geht, also wir haben es selber gemerkt, dann sieht man vielleicht eben vielleicht noch einen Waschbär oder einen Nasenbär, vielleicht Affen, aber der hat sich dann schon gleich und da, er hat natürlich irgendwie, eben, wir sind einfach an diesen Bäumen vorbeigelaufen und nichts gesehen und er hat dann da gezeigt und wir sind aus dem Staunen nochmal rausgekommen, also ja. Und eben wie gesagt, wir haben dann übernachtet in der La Sirena Station und einfach eine Übernachtung in einem Meerbettdorm quasi da. Es sieht noch lustig aus, aber ich bin wirklich überrascht gewesen. Es war sehr sauber gewesen. Es hat frische Bettwäsche gehabt, alles. Also nicht so wie bei uns in den Berghütten, wo man noch selber ein Leinenschlafsack muss mitnehmen. Also ich bin da wirklich sehr überrascht gewesen. Und eben La Sirena Station ist eine Möglichkeit, den Corcovado Nationalpark zu besuchen. Es gibt auch noch andere Eingänge, aber das ist sicher einer von den, sagen wir mal, populärsten Zutritt in den Park rein, weil es natürlich mit dem Boot möglich ist oder zu Fuß. Eben wie gesagt, der Corcovado Nationalpark kann man eigentlich nur per Boot oder zu Fuß erreichen. Es ist etwas planen, dass bei der La Sirena Station wieder, es hat auch eine Landepiste, es ist planen, dass dort wieder Flüger können landen und starten. Ja, das war es von meiner Erfahrung auf der Osa-Halbinsel und dem Corcovado-Nationalpark. Und ich gebe gerne das Wort wieder weiter an die, Livia. Sehr gut. Danke vielmals, Nicole, für die schönen Eindrücke. Das sieht ja wirklich traumhaft aus. Und wie viele Tiere ihr gesehen habt, ist unglaublich. Danke vielmals für deinen Input. Dann gehen wir doch jetzt gerade weiter. Und zwar kommen wir zurück vom Corcovado Nationalpark, können zum Beispiel hier noch einen Stopp einlegen in Dominical Uvita, wird auch gerne Costa Ballena genannt. Wir sind jetzt eben an der Pazifikküste, das Meer ist ein bisschen dunkelblauer im Gegensatz zu der Karibikküste. Auch einsame Buchten teilweise, aber da kommt man nicht nur an zum Baden, sondern vor allem für Eis. Und zwar kommen hier Buckelwal sehr häufig an, zweimal im Jahr. Eigentlich immer von Juli bis Oktober, um sich fortzupflanzen. Und dann nochmal Mitte Dezember bis Mitte Februar hat man da die Möglichkeit, um die Buckelwal zu beobachten. Hier in dieser Bucht hat es eine angenehme Temperatur für Buckelwal zum Gebären auch, die Jungen auf die Welt bringen. Das heisst, sie kommen da wirklich in die Bucht, die eigentlich so ein bisschen aussieht wie so eine Schwanzflosse von so einem Buckelwal bei Eppe. Genau. Was man das ganze Jahr durch kann beobachten, auch mit Glück natürlich, wie das immer ist in der Natur, sind Delfine, aber die sind eigentlich wirklich mit einer Bootstour, hat man dort die Möglichkeit, um die ganzjährig zu sichten. Ja, wenn man möchte, kann man zum Beispiel auch noch den Manuel Antonio Nationalpark besuchen. Das ist der kleinste, aber auch der bekannteste Nationalpark im Land. Ist gut erreichbar aus der Hauptstadt. Durch das lockt es auch viele Tagestouristen an, ist auch sonst ein bekannter Nationalpark, also da findet man selten so menschenleere Strände. Das ist dann vor allem auch am Wochenende dann schon, hat da sicher einige Leute unterwegs, aber man kann auch da wieder die einen oder anderen Tiere sichten, man kann den sehr gut auf eigene Faust besuchen, es hat gut ausgebaute Gehwege, man kann natürlich auch immer wieder einen Guide dazunehmen, wenn man das möchte, ist sicher eben auch eines der klassischen Highlights von Costa Rica, wo man hier unterwegs besuchen kann. Es ist, durch das eine touristische Region ist, empfehlen wir eigentlich eher ein bisschen außerhalb zu übernachten und vielleicht den Nationalpark einfach auf dem Weg in die ins nächste Zielgebiet sozusagen oder in den nächsten Ort dann zu besuchen. Wenn man möchte, kann man auch so eine Katamaran-Fahrt machen, dann kann man noch die Unterwasserwelt ein bisschen kennenlernen. Sehr schön natürlich auch in den Sommermonaten, zum Sonnenuntergang, wo man ja auf der Pazifikküste sehr schön sehen kann. Da kann man eben auch schnorcheln, je nachdem, wenn man das möchte.
Jetzt gehen wir wieder ein bisschen ins Landesinnere, und zwar in Richtung Monteverde. Es ist ein Schluss, vor allem dann recht ein Berg, eine steile, kurvige Anfahrt. Monteverde, das ist auch eines der klassischen Highlights von Costa Rica. Das ist das grösste zusammenhängende Nebelwaldgebiet. Und spannend daran ist auch, das liegt eigentlich auf der kontinentalen Wasserscheide. Das heisst, man hat das Klima vom Atlantik wie auch vom Pazifik, und das kann in relativ kurzer Zeit zu drastischen Wetterumschwüngen kommen. Das heisst, wenn man losgeht am Morgen auf so eine Wanderung durch das Nebelwaldgebiet über die Hängebrücken, kann es dann irgendwie eine halbe Stunde später ganz fest anfangen zu regnen. Also da muss man sicher auch einen Tagesrucksack mal dabei haben, und irgendwie eine Regenjacke ist sicher auch lohnenswert. Man kann den auch wieder gut selber erkunden. Es gibt gut ausgeschilderte Wege. Entdeckt auch hier wieder vielleicht die ein oder andere Bewohner von dem Nebelwald. Eine abenteuerlichere Variante ist mit dem Zipline. Hier in Monteverde ist die längste Zipline von ganz Costa Rica. Es gibt noch zwei, drei andere. Aber hier ist wirklich die längste, und man kann sich hier über das ganze Nebelwaldgebiet wie der Tarzan schwingen. Ist übrigens auch eine lässige Aktivität, zum Beispiel mit der Familie. Costa Rica ist grundsätzlich ein sehr beliebtes Familienreiseziel, auch weil es viele Aktivitäten gibt, die man gemeinsam unternehmen kann, und auch die Hotels sind ausgerichtet. Es ist ein sehr sicheres Reiseland. Nach Monteverde hüpfen wir von einem Highlight zum nächsten, und zwar geht es jetzt in Richtung La Fortuna. Das liegt am Fuß vom Vulkan Arenal. Das ist einer von diesen Vulkanen, der inzwischen in der Ruhephase ist. Also die ist nicht mehr ausgebrochen. Das heisst, man kann da wirklich schöne Wanderungen machen, nur über die erkalteten Lavaströme spazieren. Das ist ein Vulkan, der wirklich die perfekte Kegelform hat, wie aus dem Bilderbuch sozusagen. Man kann aber auch andere schöne Aktivitäten unternehmen. Es ist vor allem aber auch bekannt für die heißen Thermalquellen. Es ist eigentlich so ein bisschen das Wellness- und Erholungsgebiet von Costa Rica. Die Thermalquellen werden direkt gespissen von dem Vulkan Arenal, und die meisten Hotels haben auch eigene Thermalquellen, und sonst gibt es auch die öffentlichen, die man mit einem Tageseintritt besuchen kann. Man kann zum Beispiel auch einen Ausflug machen zum Wasserfall von La Fortuna. Auch der ist für Jung und Alt gut machbar. Das ist eine kurze Wanderung von einer halben Stunde ungefähr. Es ist auch sehr ein fruchtbares Gebiet. Das heisst, man kann da auch mal einen Kaffee- oder eine Schokitour zum Beispiel unternehmen. Auch das wieder eine tolle Aktivität, auch mit der Familie zusammen. Wenn man noch nicht genug hat von Nationalpark und noch mehr möchte sehen, dann kann man zum Beispiel noch in den Norden rauf, in Rincon de la Vieja Nationalpark. Der ist benannt nach dem Vulkan Rincon de la Vieja, der noch aktiv ist. Das heisst, da hat man sehr viele vulkanische Erscheinungsformen, Fumarolen, blubbernde Schlammlöcher. Man kann da auch wieder schöne Wanderungen unternehmen oder auch mal eine Reittour vielleicht zur Abwechslung. Auch hier wieder eine grosse Auswahl an Outdoor-Aktivitäten mit sich Abseilen vom Wasserfall oder Tubing, wo man da auch kann in der Gegend so ein bisschen machen. Als Abschluss von der Reise möchten viele Leute, um auch die ganzen Eindrücke und die vielen Erlebnisse ein bisschen Revue passieren lassen, vielleicht noch ein paar Tage Bodyferien machen. Dazu eignet sich eigentlich die ganze Nicoya-Halbinsel. Das ist die Peninsula de Nicoya, die Sie hier sehen. Da hat kilometerlange Traumstrände, Pazifikstrände. Wir haben ein bisschen dunkleren Sand, aber sehr, sehr schön. Tamarindo ist sicher der beliebteste und auch der bekannteste Bodyferienort. Ist auch beliebt bei den Amerikaner, also von dem her jetzt auch mal im Gegensatz sonst zum Land ein bisschen grössere Hotelketten. Ist aber zum Beispiel für Familien eigentlich noch gut geeignet, weil es hat halt auch eine gute Infrastruktur, Restaurants, Bars, wo man in Gehdistanz erreicht. Man kann auch verschiedene Touren buchen, surfen, die schönen Sonnenuntergänge geniessen. Wer es lieber ein bisschen ruhiger mag, jetzt von den Stränden her am Schluss, der kann zum Beispiel auch ein bisschen weiter südlich haben auf den Nicoya-Halbinseln. Und je weiter südlich, desto ruhiger, kleiner und auch vielleicht ein bisschen authentischer wird. Es wird aber dann auch von den Strassenverhältnissen her ein bisschen anders. Man ist dann gerade in Richtung Nosara zum Beispiel auch mal ein bisschen auf Schotterpiste unterwegs. Aber da gibt es halt ein bisschen ruhigere Strände und noch sehr naturbelassen, wie zum Beispiel Boutique Hotel La Carta Lodge, wo wir sehr gern, wo wir selber auch schon gewesen sind und auch sehr gern empfehlen können. Das wird von Schweizer geführt und ist eigentlich wirklich immer gut angekommen jetzt bis jetzt und gefällt uns auch persönlich sehr gut.
Neben dem Surfen kann man zum Beispiel auch Yoga machen. Surfen und Yoga ist beides sind beliebte Aktivitäten in Costa Rica, die sich auch gut noch kombinieren lassen. Auch das wird hier an vielen Orten angeboten. Jetzt endet langsam unsere Rundreise und entweder gehen wir, wenn wir den Rückflug ab Liberia gebucht haben, ist das sehr praktisch. Dann können wir gerade direkt von dort zurückfliegen und sonst gehen wir in Richtung Zentraltal zurück. Das sind etwa 6 Fahrstunden und übernachten hier ein bisschen außerhalb der Hauptstadt, vielleicht in der Nähe vom Flughafen, in einer schönen Kaffee-Finca. Man kann noch eine Tour buchen, wenn man das möchte. Eine Kaffeetour, etwas verkosten oder einfach sonst noch die letzte Nacht so Revue passieren lassen, bevor es dann am nächsten Tag in Richtung Schweiz heimgeht. Ja, und mit diesen Worten kommen wir zum Abschluss von unserer Reise durch Costa Rica. Jetzt würde es mich wundern, Dominik, sind noch ein paar spannende Fragen oder sonstige Inputs reingekommen während dem Webinar? Es sind ein paar Fragen gekommen, nicht schon ein paar viele. Also Sie haben immer noch Gelegenheit, Fragen zu stellen, wenn Sie etwas interessiert. Aber eine Frage, die da ist, die ich extra gestohlen habe, ist, wie sieht es aus, sind zwei Sachen. Wie sieht es aus mit der Kriminalität im Land? Ist das ein Problem? Vielleicht auch Nicole, die jetzt gerade kürzlich zurückgekommen ist, aber allgemein, was wir die Erfahrung, die wir machen, tun, Livia? Ja, also grundsätzlich ist Costa Rica wirklich gerade für lateinamerikanische Verhältnisse ein sehr sicheres Reiseland. Klar gibt es auch Kleinkriminalität, also man muss natürlich ein bisschen mit gesundem Menschenverstand unterwegs sein, nicht irgendwie den Rucksack rumliegen lassen, ohne zu schauen. Das ist ein bisschen wie bei uns auch. Aber im Großen und Ganzen würde ich Costa Rica eigentlich als ein ziemlich sicheres Reiseland einschätzen. Wie siehst du das, Nicole? Das kann ich eigentlich bestätigen. Also ich habe es eigentlich auch relativ sicher gefunden. Also wir haben sicher geschaut, dass wir eben vielleicht, wenn wir neu mit ihnen gehen, die Sachen vielleicht nicht im Auto lassen, eben, dass man vielleicht vorher im Hotel eincheckt und nachher dann vielleicht mit dem Auto noch neu mit ihnen fährt, dass man da auch ein bisschen vielleicht Sicherheit hat. Das Einzige, wo ist eben vielleicht in San Jose zu Abend, wo man ja auch sagt, dass man dort dann eigentlich dann nicht mehr durch die Gassen laufen sollte, so ab den 9 haben sie uns gesagt, und dort vielleicht auch ein bisschen besser auf, wenn man irgendwie Taschen oder einen Rucksack dabei hat, dort ein bisschen schauen. Aber sonst hat es nie irgendwelche brenzlige Situationen gegeben bei mir. Also von dort her habe ich mich auch wirklich sicher gefühlt im ganzen Land, ja. Gut, und gerade noch dazu ist die Frage, wie sieht es aus mit Internet? Das heisst, gibt es gute Internetverbindungen und WLAN und so weiter? Also, wenn ich es gerade kann beantworten, ja. Also, eigentlich überraschenderweise sehr gutes Internet, eigentlich durchs Land durch. Also, ich habe sogar gestaunt, eben jetzt im Corcovado Nationalpark auf der La Sirena Station hat sogar WLAN gehabt, wobei dort war es ein bisschen langsam gewesen und dort habe ich es auch nicht erwartet, aber sonst auf meiner Reise eigentlich sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Und ich habe zum Beispiel, und das empfehlen mir ja auch den Kunden, wenn man ein Auto mietet, dann hat man so einen Hotspot dabei. Wir schliessen eigentlich so wie ein Päckchen ab, so ein Relaxed Package. Und hat dann eben so einen Hotspot dabei. Und dann kann man wirklich immer aufs WLAN zugreifen, auf dem Natel. Und das ist eigentlich tiptop und hat auch gut funktioniert. Gut, wunderbar. Dann ist eine Frage noch vom anonymen Zuschauer. Wie viel Zeit sollte man einplanen für das ganze Land? Ich glaube, habe ich gehört, 3 Wochen, vielleicht sogar 4, wenn wir noch ein länger. Wie lange sind die gewesen, Nicole? Wie viele Ferien hast du denn für mich? Ferien und Studiereise. Genau. Ich habe leider nur 3 Wochen bekommen. Es hätte auch noch ein bisschen länger dürfen sein. Nein, also, ja, 3 Wochen finde ich braucht es schon. Also bei mir ist es jetzt an gewissen Orten ein bisschen knapp geworden und hat dann halt eben, es war auch noch ein bisschen Studiereise gewesen, wo ich dann ein bisschen schneller durch musste, weil eben einen grossen Teil habe ich jetzt halt auch auf der Osa-Halbinsel verbracht. Ja, man muss sich halt sonst einfach ein bisschen auf eine gewisse Region einschränken. Je nach Reisezeit macht man das ja automatisch, ja. Gut, Moskitos? Fragezeichen, gibt es viele Moskitos?
Also sorry, wenn ich da gerade weitermache. Also bei mir ist es jetzt eigentlich gegangen. Ich bin auch überrascht gewesen. Also ich habe wirklich eigentlich zu viel Muckenspray mitgenommen. Ich habe die beide wieder mit heimgenommen. Das habe ich eigentlich gar nicht wollen. Aber ja, ist ja besser natürlich so. Also es ist wirklich noch gegangen. Also ich habe es jetzt eigentlich schlimmer erwartet. Aber es ist natürlich jetzt vielleicht auch der Übergang in die Trockenzeit. Vor allem jetzt halt Pazifikküste. Ja, was vielleicht auch weniger hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat da die Livia andere Erfahrungen. Ja, also mich haben es schon ein bisschen mitgenommen. Ich habe nicht süßes Blut. Nein, also ich glaube auch, es kommt ganz darauf an, auf wo man unterwegs ist und so Sachen. Aber wie gesagt, eigentlich so von Krankheiten sind sie ja zum Glück, haben sie das nicht so, Malaria und andere Geschichten. Also von dem her, ist wie wenn wir bei uns auch gestochen wären. Das ist ein bisschen unangenehm, aber man kann sich auch schützen mit Kleidung und Moskitospray. Super, jetzt vielleicht noch die letzte Frage. Wir sind schon ein bisschen über Zeit, aber ich denke, die nehmen wir gerade noch mit. Es ist noch eine spannende Kombination mit den Nachbarländern. Also Panama, Nicaragua zum Beispiel. Ist das möglich? Wird das gemacht? Können wir das auch organisieren? Auf jeden Fall, ja. Gerade auch mit Panama beispielsweise haben wir es sehr oft in Kombination. Das lässt sich sehr gut miteinander verbinden. Und ist auch interessant, finde ich, weil es doch nochmal ein bisschen anders ist. Auch in Panama kann man auch gut mit dem Mietauto dann unterwegs sein. Man kann es aber nicht über Grenzen nehmen, das ist noch speziell. Man hat dann wie zwei verschiedene Mietautos in Costa Rica und Panama beispielsweise. Aber ja, auf jeden Fall, das kann man über die Landesgrenzen auch sehr gut miteinander verbinden. Super. Also das klingt ganz gut. Sie sehen, wir haben jetzt also eine Expertin für Costa Rica, sowohl in Baden als auch in unserem Büro in Bern. Das ist immer so eine Herausforderung für uns, aber da sind wir jetzt gerade bestens abdeckt. Und damit würde ich die Fragerunde beenden. Wenn Sie Fragen haben, natürlich jederzeit können Sie uns schreiben. Und ich gebe wieder zurück an die Livia, um das Webinar gegen Sandy zuzuführen. Danke vielmals. Merci. Danke. Ja, dann gehen wir doch gerade weiter mit dem nächsten Programm von unserem Webinar, was auf uns oder auf Sie auch wartet. Und zwar empfehlen wir Sie nach Kenia, jetzt noch im Januar. Dann geht es dann im Februar nach Australien. Im März dann in ein Land, das wir noch nie in dieser Webinarrunde so vorgestellt haben, nach Bolivien. Freuen wir uns auch schon fest drauf. Und dann wollen wir Ihnen noch das 4x4 Afrika-Abenteuer vorstellen. Und falls Sie noch weitere Wünsche oder Ideen oder ja, Inputs haben, dann geben Sie das unbedingt uns Bescheid. Und zwar kommen Sie, wenn Sie das Webinar nachher verlassen, auf einen Umfragebogen, wo Sie uns selbstverständlich auch dafür Feedback geben zum Webinar selber. Wir können uns immer wieder verbessern, Sachen anders machen und eben, falls Sie auch noch Wünsche haben, was wir Ihnen oder was Sie noch gerne hören würden oder was wir Ihnen dafür vorstellen, dann geben Sie uns Bescheid. Wir haben auch noch ganz viele weitere Präsentationen, schon bald, jetzt in Bern an der Ferienmesse. Vom 12. bis 15. Januar und dann in Zürich vom 2. bis 5. Februar. Würde mich mega freuen oder würde uns mega freuen, wenn Sie uns dort würden besuchen am Stand und natürlich auch unsere Präsentationen würden hören kommen. Also melden Sie sich an. Sie können über die Webseite bei uns übrigens auch gratis Tickets dafür beziehen. Genau, wir würden uns sehr freuen, Sie dort persönlich anzutreffen. Und in dem Sinn bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, dass Sie mit uns heute die Reise nach Costa Rica unternommen haben. Und falls Sie Fragen haben, weiterhin stellen. Sie können uns jederzeit kontaktieren, natürlich auch über unser Telefon oder E-Mail-Adresse. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei dem nächsten Webinar auch wieder dabei wären. Danke auch an Dominik und an Nicole, dass ihr auch dabei gewesen seid. Und in dem Sinn wünsche ich Ihnen noch ganz einen schönen Abend. Und pura vida.